Jo, moin. Einmal hier die Duschstange, die ich hier in meiner neuen Bude anbringen musste, nachdem ich hier eingezogen bin, weil das alles hier nicht so war, wie ich mir es vorgestellt habe. Das ist das gute Stück. Man sieht hier noch die Löcher von der Stange, die mein Vormieter hier angebracht hatte. Soll erstmal jetzt nicht weiter wichtig sein. Das Ganze ist ein Stecksystem. Wir haben hier ein Rohr oder eine Stange, die angebracht wird. Die wird hier in die Wand geschraubt. Dann haben wir diese Kurven, die werden einfach nur reingesteckt. Kann das vielleicht ganz gut sehen, wenn man rangeht. Hier sieht man auch ein bisschen das, was ich problematisch finde. Das ist sehr weiches Material. Hier oben haben wir auch so ein kleines Stück, was so weggerutscht ist, auch gerieben. Ja, ansonsten hier wird das Ganze in die Decke noch zur Stabilisation reingeschraubt. Und weil ich hier ein großes langes Stück habe in der Wanne und keine Dusche, musste ich hier auch noch ein Zwischenstück einsetzen. Gleiches Problem wie mit der Kurve. Hier sind so einzelne Rieden da rausgeraspelt. Nicht weiter schlimm, aber an sich, aber trotzdem nicht so hübsch von der Ästhetik schön. Und das sind die Haken und das Ganze geleitet dann durch die Schiene. Und jetzt hier ist ein bisschen hakelig, aber alles in allem funktioniert das dann ganz gut. Zurück ist ein bisschen schwieriger, aber man denke ich, man kriegt hier relativ guten Eindruck. Ich habe das Ganze so ein bisschen zurechtgesägt, die Stangen, die waren nicht in der Länge, wie ich sie brauchte. Das hier oben haben wir auch ein bisschen kürzer gemacht, weil es relativ hoch angebracht ist. Aber insgesamt macht das einen ganz guten Eindruck und vielleicht hilft's.